Hallo Leute aus dem Internet, hier ist wieder der Braun. Willkommen zu meinem kurzen oder vielleicht auch nicht so kurzen. Mal gucken, wie viel ich Bock habe. Wie gesagt, ich habe eh keine Abonnenten, von daher scheißegal. Ich mach's, wie ich Bock habe. Auf jeden Fall hier zum OnePlus Nord. Ja, hier, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe momentan so viele Kartons liegen mit Smartphones. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Wie gesagt, Video wird so lang, wie ich Bock habe. Schauen wir mal. OnePlus hat mich auf jeden Fall wieder erobert. Hier mit dem OnePlus Nord. 3,99. Ich denke auch nicht, dass der Preis runtergeht. Der ist jetzt schon in den ersten Monaten nach Erscheinung absolut stabil. Wie gesagt, ich war lange weg von OnePlus. Mir hat das nicht gefallen. Die Preisentwicklung in den letzten Jahren ist immer teurer geworden. Ja, man hört hier und da viel Gutes aus der sogenannten OnePlus Community. Das Ganze brauche ich aber nicht unbedingt. Denn ich lege einfach nur Wert auf vernünftige Hardware. Und ich hinge für 3,99, ich habe das auch mit diversen anderen Smartphones verglichen, werden wir einfach sehen, was dabei rauskommt. Wie immer an dieser Stelle muss ich dazu sagen, bei mir ist wie immer alles selbst gekauft. Hier wird nichts gesponsert. Whatever, lasst uns anfangen. Und ich muss echt sagen, OnePlus kriegt hier mal wieder Bestnoten. Das Unboxing ist immer ein Special Event bei dieser Firma. Es gibt kein so geiles Unboxing-Erlebnis auf dem kompletten Smartphone-Markt wie bei OnePlus. Das muss man einfach mal neidlos sagen. Und da ist Apple ein Kindergarten gegen. So, wie gesagt, ich liebe es, dass wir da erst gar nicht groß drauf warten müssen, dass der Preis irgendwie fällt, wie zum Beispiel bei Samsung oder noch ein extremeres Beispiel LG. Da ist man ja wahnsinnig, wenn man zum Beispiel jetzt das, würde mich auch noch reizen, das LG Velvet, genau, so heißt es. Wenn man sich das kaufen würde direkt, da verliert man ja innerhalb von ein paar Monaten ein paar hundert Euro. So, jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Also, ich bin da mal sehr gespannt und was ich noch hervorheben möchte, ist der Resale-Wert. OnePlus hat mittlerweile ein echtes Branding entwickelt und wenn ihr das Teil verkauft, gibt's, wenn der Zustand natürlich akzeptabel ist, hier richtig was wieder. Auf jeden Fall mehr als bei einem Realme, Oppo oder bei einem Xiaomi. Und jetzt, take the magic moment. Zack. This way Nord. Guck mal, Smartphone kommt jetzt aber erstmal zur Seite. Das ist hier das Marble Green. So, schauen wir mal. Hier sollte noch einiges in der Box drin sein. Ja, hier haben wir das 30 Watt Ladegerät. Ich habe mich gerade nochmal vergewissert. Lädt 70% in sensationellen 30 Minuten. Also eine 30 Watt Ladegeschwindigkeit ist 12 Watt mehr als jedes bekannte iPhone, was zurzeit auf dem Markt ist. Und ich muss sagen, ist nicht das allerschnellste, das 8T hier, was jetzt gerade vorgestellt wurde und Ende Oktober 2020 erscheint, lädt mit sensationellen 65 Watt, aber 30 Watt ist definitiv über Durchschnitt. Ja, das war's dann aber auch schon. Obwohl, eigentlich sollte ihr doch, nein, das war es nämlich noch nicht. Ich bin nämlich extra diesmal, weil ich ein bisschen schlauer, habe mir keine Hülle bestellt. Hier ist nämlich genau und alles das, was ich brauche, drin. Einfach nur eine vernünftige Silikonhülle. Die ist auch nicht die allerdünnste. Mit durchsichtigem Design, weil ich will definitiv von dieser Farbe was haben. Und das reicht mir dann auch schon. Schauen wir dann nochmal hier kurz rein. Ja, OnePlus Nord Sticker. Definitiv. Auch ein cooler Branding-Faktor, ganz klar. SIM-Eject-Tool, viel zu lesen, was keiner braucht. Und jetzt lasst uns die Kiste einrichten. So, der erste Touch ist durchaus positiv. Mir gefällt das Gewicht. 184 Gramm wiegt für so einen großen Zinken hier mit dem 6,44 Zoll. 1080p AMOLED-Panel, nicht zu vergessen 90 Hertz. Ganz, ganz großes Feature aus meiner Sicht. Sonst wäre es aus meiner Sicht auch nicht 399 Euro wert. Auf jeden Fall liegt extrem gut in der Hand. Definitiv für die meisten Leute einhändig bedienbar. Und ja, mir gefällt, dass die Kanten hier auf der Rückseite abgewölbt sind und dass das Display flach ist. Mir gehen diese gewölbten Teile so etwas von auf den Keks, muss ich mal ganz klar sagen. Jetzt aber genug gemeckert, kommen wir mal hier zum Magic Moment. Ja, da haben wir es. Und ja, das Marble Green, das ist schon dekadent, muss ich sagen. Wenn ihr auffallen wollt, definitiv euer Smartphone. Zu den Fakten auf der Rückseite Glas, Kamera steht ein bisschen raus. Ja, wird definitiv wippen auf dem Tisch. Ja. Ihr hört's, hält sich aber noch in Grenzen, muss ich sagen. Umrandung ist leider nur Plastik, irgendwo muss man Abstriche machen und die Knöpfe hier an der Seite sind Metall. Power-Button lässt sich sehr, sehr gut drücken und hier ist der typische OnePlus Slide Alert, um die Kiste auf lautlos zu schalten, wenn man denn Bock hat. Insgesamt wirkt es ziemlich kitschig, aber irgendwie doch cool, hochwertig und liegt extrem gut in der Hand.
So, lasst uns das Teil mal einschalten. Als Benutzeroberfläche liegt natürlich OxygenOS drüber, ganz klar. Wird ja in der Community auch sehr gehypt. Ich bin mal gespannt, ob das Erlebnis wirklich so gut ist, ob das so hervorstechend ist, im Gegensatz zu anderen Android-Oberflächen. Jetzt hoffe ich, dass auch Deutsch drauf ist. Wie gesagt, selbst gekauft bei Amazon. Bin mal wieder blind wie die Nacht, natürlich. Und was wir haben wollen, ist deutsches Deutsch. Also Display gefällt mir schon mal richtig gut. Und wie gesagt, dass wir hier kein Curve-Display haben, ist einfach wunderbar. Und diese Double Drop Notch, keine Ahnung, ob man die so ausspricht, auf jeden Fall finde ich die nicht so völlig übertrieben, wie das zum Beispiel bei den aktuellen iPhones ist. Absolute Katastrophe. Also wirklich, das Handling ist wirklich toll. Das muss ich jetzt schon mal... Nein? SIM-Karte haben wir jetzt gerade nicht. So, ich werde da mal das Kopieren von einem anderen Smartphone, von einem anderen Android-Gerät in die Wege leiten. Hier mein Xiaomi Note 8 Pro. Wir sehen hier übrigens schon, dass der Weißwert hier bei dem OnePlus deutlich besser ist. Also das Kopieren scheint zu funktionieren. Wir können sogar die Systemschriftart wählen und empfohlen wird die OnePlus Slate. Dann machen wir das doch mal. Nein, ich möchte nicht die Navigationsgesten, ich gehe ganz klassisch hier. Und das war's dann auch. Jetzt habe ich tatsächlich doch wirklich schlechtes Benehmen hier auf dem OnePlus entdeckt. Hier kommt gerade der Hinweis rein, dass ich die Power-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig drücken muss, um das Gerät auszuschalten. Sowas kenne ich bisher nur vom iPhone. Ja, muss man denn wirklich alles kopieren? Also ich muss sagen, sehr, sehr coole Wallpaper schon mal. Passt. Also generell die Icon Mask hier bei OnePlus ist definitiv für mich auch einer der Gründe, um sich hier richtig wohl zu fühlen. Wie gesagt, jetzt geht's aber ab. Gehen wir rüber ab zu Hohensieburg und ich werde ein bisschen knipsen und auch mal ein bisschen das ein oder andere testen. So, meine Freunde aus dem Internet, jetzt noch mein längerer Ersteindruck des OnePlus Nord. Und ja, wo fange ich an? Das Teil ist der Handschmeichler pur persönlich. Ich habe das Ding so etwas von gerne in der Hand und zudem ist es auch noch unglaublich leicht und absolut super einhändig bedienbar. Definitiv faszinierend ist auch die Glasrückseite des Nord. Sie bietet zwar leider kein Wireless Charging, dafür ist sie aber fast fingerabdruckfrei. Das ist nicht nur cool, sondern auch extrem selten und OnePlus wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich liebe die knackigen Farben des AMOLED-Panels. Dank AMOLED haben wir natürlich auch hier ein Always-On-Display immer brauchbar. Der Fingerprint im Display, da habe ich ja normalerweise eine Phobie gegen, weil die einfach nicht so zuverlässig sind. Aber ich muss sagen, der hier... Der ist anders. Nämlich schnell und zuverlässig. OnePlus denkt wirklich an die Kleinigkeiten im OxygenOS und so können wir die Fingerabdruckanimation auch noch selbst wählen. Wie cool ist das denn? Jetzt aber zur Performance. Die Performance, muss ich sagen, ist fast auf Flaggschiff-Augenhöhe. Definitiv richtig zart, so habe ich das erwartet. Und die 90 Hertz hier beim Scrollen, die merkt man. Wobei ich aber sagen muss, 120 Hertz habe ich auch schon mal testen dürfen, sind noch ein bisschen flüssiger. Aber insgesamt hier der Snapdragon 765G mit den 8 GB RAM liefern eine nahezu perfekte Performance, gerade für diese Preisklasse. OxygenOS ist nicht nur einfach cool und clean, es ist definitiv auch innovativer als das Stock-Android auf den Pixel-Geräten. Ich begrüße sehr, dass der Google-Feed Stock-Android typisch vorinstalliert ist. Des Weiteren muss ich sagen, OxygenOS mit all seinen kleinen logischen Erweiterungen und Gesten ist einfach nur liebenswert cool. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel für diese hochinnovativen Gesten. Also, wir befinden uns auf dem Lockscreen, ihr zeichnet ganz smooth ein V, öffnet damit die Applikation eurer Wahl und in diesem Fall wird die Idealo-App geöffnet. Wie gesagt, das funktioniert auch mit anderen Buchstaben, ihr könnt das völlig frei belegen. Satte 4 Kameras spendiert uns OnePlus auf der Rückseite des Nord, von der sehr unbrauchbaren Makrokamera bis hin zur 48-Megapixel-Kamera für sehr hoch detaillierte Fotos ist alles dabei. Lasst uns aber mal direkt anfangen hier mit der Herzkategorie. Wir gehen direkt rein in den Night Mode. Und hier muss ich sagen, das ist so eine Stelle, da merke ich, dass das Smartphone dann doch nur 400 Euro kostet und in der Oberklasse spielt. Kein Vergleich hier zum iPhone 11. Hier beim Foto der Gastronomie, da habe ich wirklich mal was gemerkt, ist aber selten, die Beleuchtung muss stimmen, dann passt das auch einigermaßen mit dem Night Mode. Das 1080p Video hier mit 60 FPS geht aus meiner Sicht völlig in Ordnung. We'll be right back.
Lowlight-Video hier im Indoor-Bereich finde ich ist auch ganz okay. Mit der Videokamera, wie gesagt, kann ich definitiv leben. Die Weitwinkelkamera ist auch so ein Beispiel dafür, dass man sieht, dass das Smartphone nicht ganz oben im Kamerabereich mitspielt. Hier fehlen mir einfach insgesamt ein paar Details. Generell, overall, würde ich aber sagen, bei guten Lichtverhältnissen geht das hier definitiv ohne Wenn und Aber in Ordnung. Anders sieht das wieder bei den Porträts aus. Hier zum Beispiel auch mal wieder ein Vergleich zum iPhone 11 und hier muss ich echt sagen, da sind schon leicht Unterschiede wie Tag und Nacht. Das Bokeh hat mir nicht gut gefallen hier beim OnePlus. Der Punkt geht ganz klar ans iPhone. Insgesamt, was soll ich sagen? Ich werde es wieder verkaufen. Hättet ihr vielleicht nach dem Review jetzt nicht gedacht, aber nicht, weil ich OnePlus den Rücken kehren möchte. Ich gehe aus meiner Sicht auf das deutlich attraktivere OnePlus 8T, welches gleich zum Start mit 599 Euro ungefähr nur 200 Euro mehr kostet. Und aus meiner Sicht deutlich noch mehr bietet als das Nord. Versteht mich nicht falsch, ich mag das Nord, aber für 400 Euro bekomme ich halt auch einfach ein Poco F2 Pro mit einer viel besseren Kamera oder auch zum Beispiel mein geliebtes Realme X2 Pro. Die haben beide Flaggschiff-Prozessoren an Bord und sind einfach auch das Geld wert. Nur mal so zum Considern. Ich danke euch fürs Glotzen. Scheiß auf Covid und bis bald.